Nach einer langen Fahrt und der Gewöhnung an sehr kalte Wasser finden wir lilane Seesterne, Quallen so groß wie mein Kopf, unbekannte grüne Fische, wunderschöne dunkle Krabben und große Grundeln tief am Meeresboden. Und damit hallihallo und moin zusammen zu unserem Urlaub an der Ostsee mit einer geplant 6-Stunden-Fahrt, aber der Zug ist random eine Stunde stehen geblieben, das heißt, es hat einfach eine Stunde länger gedauert. Wunderbar, danke Deutsche Bahn, du machst deinen Job sehr gut. Als wir dann aber am Haus waren, sah das so aus, wunderschön blaue Verzierungen mit so einem krassen Reetdach und da oben die zwei Fenster, da haben ich und mein Freund gewohnt, geschlafen, im Fernsehen gesehen. Und daneben gab es so einen ganz komischen Bach, Fluss, See-Ding mit übelst viel Schilf, das einfach gar nichts gebracht hat, aber es sah ganz cool aus. Ich dachte mir, ich filme das mal. Wo geht's, Leute? Backflip into the house tour. Koffer. Komische Abstellgedöns hier. Nein, hier ist ein Bad. Dusche. Badewanne. Schränkenhaus. Da bin ich, das ist nicht gut. Da ist ein hässlicher. Hier ist ein paar Waschbecken. Da muss ein Hahn. Hier ist die Küche. Das ist größer als unsere Küche. Mit Ablis und Pears und lauter Waschbecken. Ich habe wieder eine Spiegelung. Die Küche will auf jeden Fall, dass ich mich zeige. Hier, das ist nicht gut. Schrank. Kaffeemaschine. Dann hier ein geiles Zimmer. Schrank, noch mehr. Altes Radio, Bild. Bier. Ne, was bist du? Keine Ahnung. Fernseher. Im Hintergrund läuft auch ein Fernseher. Fancy Sessel. Fancy, sehr fancy, Tisch mit Rose. Dann Terrasse mit, keine Ahnung, geheimer Konstruktabdipip. Baum, Tisch, ein Steinofen. Krass, Alter. Unglaublich. Der Garten wird auch noch größer. Jetzt habe ich voll vernagelt. Nee, mehr bin ich. Ha. Noch ein anderer Ofen. Und jetzt geht's hier hoch. Nee, warte mal. Erstmal hier hinten wohnt Harry Potter. Oh, Harry. Der Harry Potter. Und wenn man hier die Treppe hochrennt, klatscht man volle Kanne gegen diese Lampe mit Mut. Oder eben mit der Schulter. Dann geht's hier hoch, dann läuft immer lauter der Fernseher. Hier ist das Zimmer von meinen Eltern, ganz kurz. So. Da schläft Dobby. Hier ist Badezimmer noch eins. Hier ist eine Leiter. Ich habe gar nicht gesehen, hier ist Aussicht. Aber ich weiß nicht. Du scheiß Spiegel. Links rein. Da sitzt so ein Typ. Irgendwie, weiß nicht warum, der ist irgendwie mitgekommen im Urlaub. Und dieser Fernseher ist laut as fuck. Hier ist Bett. Noch mehr Aussicht. Und noch mehr andere Kram. Wunderschön. Mann, ist das laut. Ich setz mich jetzt auch hin. Er versucht jetzt das Bett aufzubauen. Die ganze Scheiße hier. Was bist du? Einfach nur ein random Handtuch? Du bist einfach nur ein random Handtuch. Opa, du bist wahrscheinlich alles random Handtücher hier. Ja. Was bist du? Ah, was ist das Kissen? Eine Scheiße. Ein Engelschrift. Oh Gott! Du was? Scheiße, der Hut. Wandle mich in einen Geist. Ey, gruselig. Zack. Wow. Geil. Also. Ich hab's. Ich hab die Decke. Da ist hier die komische scheiß Bettlaken. Und das muss ich jetzt hier drüber backen. Das ist ja sehr scheiße. Aua. Okay, ich bin gegen die Dicke geklatscht. So. Hey. Ja? Ich hab keine Lust mehr, ich stürze jetzt wieder hin. So, so. Das ist komisch. Ich habe es meisterhaft geschafft, das Ding aufzubauen. Der Typ hat die Decke in den Überzug geschrien. Dann setzt er sich wieder hin, weil der Typ kann kein Bett beziehen. Das heißt. Ja, den Rest machst du. Das mache ich jetzt auch. Und zwar genau. So, hier. Und das Bett ist bezogen. Krasser Cut, ne?
Ich bin mir nicht sicher, ob es funktioniert und meine Nase juckt wie Sau. Aber ich hab's geschafft. Am Abend waren wir dann am Strand mit Krabbenpanzer, schönen Sonnenuntergang. Wir haben eine Qualle gefunden am Land. Und wir haben auch Seven in the Wild nachgestellt, was sehr cool war, hier mit einer Feuerstelle. Wir sind im Wasser! Da ist der andere Willi, der ist zum ersten Mal in der Ostsee mit mir im Brennerzug. Ich komm zum ersten Mal in der Ostsee. Ja, und dann haben wir es am zweiten Tag dann endlich mal geschafft, schnorcheln zu gehen, was natürlich sehr, sehr cool war, hier mit einer mit einer gestorbenen Scholle am Boden, mit sehr, sehr coolen Steinen hier, auch in der Sonne, mit einer kleinen Qualle, ja, einer schönen Muschel, die meine Mutter gefunden hat, einem krassen Stein mit noch mehr Muscheln dran und einem Clip noch mehr zu den Quallen, die hier überall rumgeschwommen sind, so kleine, coole Lilane, ich weiß nicht, auf Englisch heißen glaube ich Moon Jellyfish. Die sind da sogar manchmal in Gruppen rumgeschwommen, so ganz, ganz viele. Aber das habe ich nicht so viel gefilmt, weil wir dann schon so viele gesehen hatten. Aber sieht trotzdem sehr, sehr schön aus. Hier ist eine und direkt darüber waren noch eine. Bin relativ sicher, dass die auch stechen können, aber ich bin mir nicht sicher. Und es gibt auch Lilane, sehr, sehr schön, Seesterne. Aber jetzt kommen wir zum Halbfinale von diesem Video und zwar eine doch schon nicht so kleine graue Grundel hier, die aber auch schnell wieder abgehauen ist. Und kennt ihr diesen kleinen Willi hier, der hier rumschwimmt? Das ist ein sehr seltener Fisch und zwar ein dreistacheliger Stichling. Deswegen ist es auch das Finale von Tag 1. Der ist hier rumgeschwommen, hat am Anfang ein bisschen die Kamera attackiert, der hatte scheinbar ein bisschen wütend drauf. Ja, das soll es aber auch schon gewesen sein vom ersten Teil dieser zweiteiligen Serie. Tschüssikowski, Schlüsselbus, oh, ersticht und ab. Wow!